Also dadurch, dass er 7 Wochen zu früh war, war eigentlich so schon von vornherein klar, dass er einfach rein muss, dass er draußen nicht überleben kann. Es steht da schon ein Band, ja, ein ziemlich großes. Ja, man kann es tatsächlich eigentlich mit einem Baby vergleichen, ja. Ja, und ich würde schon sagen, ist es eigentlich mehr Familienmitglied als Haustier. Ich habe den Eindruck, dass er uns schon, als seine Herde eigentlich sieht, weil genau, ab und zu gucken, dass er so ein bisschen Beschäftigung hat. Dafür sorgen meistens die Kinder. Die sind dann hier im Wohnzimmer mit ihm am Spielen. Also am liebsten macht er eigentlich auch Kuscheln und Spielen halt. Spielen mit den Klötzen und Spielen mit uns. Springen und Boxen. Wir sagen immer, das ist unser kleiner Bruder, aber ich weiß nicht, wie es für ihn ist. Der Plan ist auf jeden Fall, ihn, sobald er ganz stabil ist und wir ihn, sein Immunsystem sich so weit entwickelt hat, dass er draußen einfach gut gesund überleben kann, dann werden wir probieren, ihn in die Herde zu integrieren, genau. Ja, also man kann eigentlich jede Minute ganz deutlich sehen, dass er sein Leben sehr zu schätzen weiß. Ja, auf jeden Fall. Sowieso, wenn man dann bei ihm vorbeiläuft oder an der Box vorbeiläuft oder so abends und man streckt die Hand rein, dann wird man sofort von oben bis unten abgeschleckt und oder man krault ihn und dann krault er zurück und so Sachen, genau. Oder wenn man zur Tür reinkommt, dann muht er oft oder ja, doch, da kann man schon ganz deutlich dran sehen, dass er glücklich ist, am Leben zu sein, ja.